Nori wird es verzeihen. In seinem Innern glitzert etwas. Er muss aus dem Wasser des Feentors bestehen. Nori wird froh sein, dass noch etwas überlebt hat, nachdem Hinkel, Finkel und der Rest ohne ihre Fürsorge verdorrt sind. Eine Alraune hat überdauert. Wie der verfilzte Bart vom alten Seffel. Der Ritter vom Taschkamm. Eine glorreiche Rückkehr hatte er offenbar nicht. Ritter Zornbold! Was? Wer? Erinnert ihr euch nicht mehr an mich? Der Hof im Taschgebirge. Im letzten Herbst. Ach ja, der Bauernjunge mit dem schönen Mädchen. Ach, so schnell vergeht die Zeit. Sag, was ist aus dem Mädchen geworden? Der Seher hat sie entführt. Der Seher? Dann ist sie verloren. Ich werde sie retten. Wach auf, Junge. Sie ist bestimmt längst hinüber. Nein, er braucht sie lebend. Niemand weiß, wo der Seher seine Macht konzentriert. Und jeder, der ihn wirklich aufspürt, ist des Todes. Glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Warum sitzt ihr hier allein vor der Stadt? Ich bin an meiner Queste gescheitert. Ich habe den König und mein Land enttäuscht. Ich war auf der Suche nach dem Seher. Er ist zurück und schickt seine finsteren Krähen über das Land. Der Wahnsinn erfasst uns alle. Habt ihr den Seher aufgespürt? Nein, aber ich war ihm nahe wie kaum jemand zuvor. Je weiter ich ritt, desto öfter wurde ich von unheimlichen Kreaturen beobachtet. Ihre seelenlosen Blicke brannten in meinem Rücken und sogen mir das Leben aus den Knochen. Geschwächt verließ ich schließlich meinen Pfad, um sie in der Dunkelheit zu konfrontieren. Doch sie kämpften mit widernatürlicher Kraft. Ich entkam ihnen nur mit Not. Sie wollten mich möglichst weit vom Versteck ihres Meisters fernhalten. Ich bin mir sicher. Was ist mit Andergast geschehen? Das Unheil brach über uns herein. Krähenschwärme verwüsten das Land, bis nur noch tote Erde zurückbleibt. Sind es noch mehr geworden als im Herbst? Ganze Krähenstürme! Jede Nacht werden es mehr. Es heißt, sie bringen diese schlimmen Albträume. Selbst in ihren Häusern sind die Leute nicht mehr sicher. Was unternimmt der König gegen die Bedrohung? Als er erfuhr, wer hinter der Krähenplage steckt, sandte er die tapfersten Ritter und vielerlei Soldvolk aus, um den Seher ausfindig zu machen und zur Strecke zu bringen. Doch keiner kehrte siegreich von seiner Queste zurück, wenn er überhaupt zurückkehrte. Und nun bin auch ich gescheitert. Wo ist der König? Er hat sich in der Burg verschanzt. Es scheint, dass der Seher sein unheilvolles Werk nach 13 Jahren nun doch noch vollendet. Erzählt mir von den Kreaturen, die euch zurückgeschlagen haben. Seelenlose Geschöpfe, kalt, unnachgiebig und endgültig wie Boron selbst. Ich will nicht mehr daran denken. Sie waren nicht von dieser Welt. Mehr muss ich dazu nicht hören. Wisst ihr, ob ein Feenforscher Andergast erreicht hat? Ein auffälliger Kerl namens Giacomo Nauta. Nie gehört. Frag lieber mal in der Magierakademie. Die kennen sich mit sowas besser aus. Ihr sitzt hier, weil ihr an der Aufgabe gescheitert seid? Ich wage nicht, unverrichteter Dinge zurückzukehren. Ob ich nun Bericht erstatte oder nicht, unser aller Ende ist doch nicht mehr aufzuhalten. Zu verharren und aufzugeben hilft genauso wenig. Lass mich! Ich habe versagt! Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel schwerer ist, diese Last zu tragen, als mein Leben für das Land zu geben. Seht! Ein Zweig hat überlebt. Ein Zeichen der Hoffnung. Träum weiter, Junge. Oder noch besser, träum gar nichts mehr.
Der hat wohl den Wintereinbruch verschlafen. Wer hätte gedacht, dass ich mich einmal freuen würde, Olgierd wiederzusehen? Mit diesem Krug hat einmal alles angefangen. Scheint Jahre her zu sein. Ich brauche deinen Krug, Olgierd. Nimm ihn dir. Nimm alles, was du finden kannst. Olgierd, was machst du da mit der Heugabel? Geht weg. Lasst mich in Frieden, Albträume. Beruhige dich. Ich bin es, Geron. Geron? Ausgerechnet du, kurz vor dem Ende? Was hast du nur? Was ist mit Ulfried passiert? Er ist tot. Ich habe ihn mit der Forke niedergestochen. Warum hast du Ulfried umgebracht? Ja, du gibst mir die Schuld, nicht wahr? Ich bin schuld. Ich höre sie rufen. Mörder! Mörder! Da ist nichts, Olgierd. Hör doch! Warum hast du das getan? Ich hatte diese Träume, dass ich seinetwegen verrecken muss. Seinetwegen. Da glotzte er mich immer an. Mit seinen gierigen Schweinsaugen grunzte, er hätte Hunger. Immer wieder. Ich hab Hunger. Ich wusste, er frisst mich mit Haut und Haaren. Er frisst mich, wenn ich ihm die Forke nicht durch den Kopf treibe. Was meinst du mit Ende? Ich bring mich um. Ich kann nicht mehr. Rede keinen Unsinn. Die Träume, Geron. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich seine Fratze. Im Schlaf sucht er mich heim. Ich bin ein Mörder, Geron. Und Mörder müssen sterben. Lass den Unsinn, gib mir die Heugabel. Es wird sicher alles gut, glaub mir. Ausgerechnet dir soll etwas an mir liegen? Vielleicht hast du uns das alles eingebrockt. Warum sollte ich auf dich hören? Vertrau mir, alles renkt sich wieder ein. Ach ja? Hast du nicht immer gesagt, dass das Unglück über Andergast kommt, wenn ich nicht verschwinde? Ja. Aber ich war verschwunden. Und sieh, was danach geschehen ist. Ja, das stimmt. Kann das nicht bedeuten, dass ich durch meine Rückkehr die Dinge wieder richten? Aber dafür musst du mir vertrauen. Meinst du wirklich? Na los, gib mir die Heugabel. Nein, die Mistforke ist mein letzter Freund. Sie wird mein Gewissen zum Schweigen bringen. Lass den Unsinn, gib mir die Heugabel. Es wird sicher alles gut, glaub mir. Ausgerechnet dir soll etwas an mir liegen? Vielleicht hast du uns das alles eingebrockt. Warum sollte ich auf dich hören? Vertrau mir, alles renkt sich wieder ein. Ach ja? Hast du nicht immer gesagt, dass das Unglück über Andergast kommt, wenn ich nicht verschwinde? Ja. Aber ich war verschwunden. Und sieh, was danach geschehen ist. Ja, das stimmt. Kann das nicht bedeuten, dass ich durch meine Rückkehr die Dinge wieder richten? Aber dafür musst du mir vertrauen. Meinst du wirklich? Du trägst keine Schuld an Ulfrieds Tod. An allem hier ist doch der Seher schuld. Er hat die Krähen geschickt. Er ist schuld an deinen Albträumen. Ja, aber ich bin schuld an Ulfrieds Tod. Nein, der Seher ist es. Ohne ihn wäre Ulfried noch am Leben. Ich weiß nicht. Na los, gib mir die Heugabel. Nein, die Mistforke ist mein letzter Freund. Sie wird mein Gewissen zum... Lass den und es wird sicher alles gut. Ausgerechnet vielleicht, warum... Du trägst kein... Du warst nicht du selbst. Diese Krähen haben dich verzaubert. Verzaubert? Ja, du hättest Ulfried doch niemals etwas getan. Also muss das ein Fluch gewesen sein, der mit deinen Händen die Heugabel geführt hat. Meinst du wirklich? Vertrau mir, alles renkt sich wieder ein. Ach ja? Hast du nicht immer gesagt, dass das Unglück über Andergast kommt, wenn ich nicht verschwinde? Ja,
Aber ich war verschwunden und sieh, was danach geschehen ist. Ja, das stimmt. Kann das nicht bedeuten, dass sich durch meine Rückkehr die Dinge wieder richten? Aber dafür musst du mir vertrauen. Meinst du wirklich? Na los, gib mir die Heugabel. Vielleicht hast du recht. Also gut, nimm die Forke. Wasch sie ab. Und wenn ich wieder Träume habe? Dann stell dich ihnen ohne Angst. Versuch sie zu verstehen. Da bin ich also wieder. Daher kommt der Geruch. Zeit auszumisten. Hier liegt noch ein Taubenei. Ich steche dem Seher die Augen aus, als Rache für Gwynling. Daraus wollte ich mal ein Wams machen, um in Olgierts patriotischen Haufen aufgenommen zu werden, der die Farben Andergast zur Schau trug. Zum Glück fehlte mir die Geduld, es fertig zu nähen. Damit lässt sich das Gebräu erhitzen. Sie steht da, wo sie stehen muss. Darin hat Gwynling seine sonderbaren Tränke gebraut. Der Ständer für den Glaskolben, der steht dort genau richtig. Gwynlings kleine Pflanzenkunde. In dieser Schublade hat Gwynling seine Geheimrezepte aufbewahrt. Sie ist völlig verkeilt. Eigentlich hatte Gwynling mir verboten, dort hineinzuschauen. Er wird es verstehen. Lea. Eine leere Schublade braucht keinen Boden. Gwynlings Mittel gegen den Fluch der Krähen. Gwynlings Mittel gegen den Fluch der Krähen. Ich brauche eine Alraune, eine Yoruga, 2 Unzen Trashbart, etwas, das Krähen anlockt und etwas, das Feenmagie enthält. In Klammern, vermutlich, alles zusammen wird im Glas erhitzt. Wie der verfilzte Bart vom alten Seffel. Mal sehen. Graugrüne Flechte, verwunschener Wald. Das muss eine Trashbartflechte sein. Das ist Olgierts Freund Ulfried. Der Rabe wird für jeden Toten bezahlen. Was wohl aus Hilda geworden ist? Verlassen. Jetzt habe ich eine Parlamentärsflagge, die ich nicht brauche, weil ich den Seher töten werde. Darin hat Hilda immer ihre Kräuter gewaschen. Was ist das? Diese Wurzel hat überlebt. Eine Wurzel.
Mal sehen. Fahlgelbe Wurzel, sellerieartige Blätter, eindeutig eine Yoruga-Wurzel. Die Krähen haben von dem Stadtbanner nichts übrig gelassen. Falls die Krähen jede Stadtbanner so zurichten, wäre es ein starker Köder. Weg mit dem Fetzen! Grüner Stoff und brauner Eichenzweig. Aber für ein Stadtwappen brauche ich einen Eichenzweig aus grünem Stoff. Grün und Weiß, die Farben Andergasts. Ein grüner Eichenzweig. Ein grüner Eichenzweig. Jetzt fehlt dem Banner nur noch eine rote Krone. Alle haben sich verkrochen. Niemand kämpft mehr. Wer da? Mit welcher Absicht? Ich bin Geron, der Vogelfänger. Was willst du? Lasst mich auf der Stelle in die Akademie. Vergiss es, Junge. Nur autorisierte Personen haben Zutritt. Du siehst doch, was da draußen los ist. Bis später. Besser. Da oben ist jemand. Toga? Wer? Geron? Der Vogelfänger? Du kannst dir nichts ausrichten. Diese Biester kann keiner fangen. Geh lieber. Noch kannst du fliehen. Du siehst müde aus. Ich tue seit Tagen kein Auge zu. Warum nicht? Eine Krähe hatte mich angegriffen. Seitdem plagen mich schreckliche Träume, dass meine Frau im Kindbett stirbt und meine Tochter für immer in den Wäldern verschwindet. Beides ist wahr geworden. Das tut mir leid. Lass mich zum König, sofort. Oh, mach dich nicht lächerlich. Niemand tritt vor den König. Das Unheil, das der Seher über uns gebracht hat, beansprucht seine ganze Aufmerksamkeit. Genau deswegen bin ich hier. In diesen Tagen herrscht das Verderben über Andergast. Am besten läufst du einfach weg. Weit weg. Du bist noch jung. Es muss doch möglich sein, zum König vorgelassen zu werden. Solange die Krähen hier ihr Unwesen treiben, gelangt niemand in die Burg. Geh lieber. Noch kannst du fliehen. Ach, du bist es nur. Was willst du?
Was ist passiert? Wo sind die ganzen Menschen? Hast du die letzten Monate verpennt? Die Krähen haben den Wahn gebracht, der das ganze Land verpestet. Wer noch einigermaßen bei Verstand ist, verschanzt sich in seinem Haus. Der Seher verliert wirklich keine Zeit. Ist Giacomo Nauta in der Akademie? Wer? Ein auffälliger Gelehrter mit verschiedenfarbigen Augen. Er sollte da sein. Ach, dieser aufgeregte Kerl. Ja, der ist hier. Wie erhalte ich denn Zutritt zur Akademie? Ein Dahergelaufener wie du? Gar nicht. Ohne guten Grund geht hier nicht einmal die Akademieleiterin ein und aus. Ein Nichtmagier wie du müsste schon einen Freibrief beim König selbst erwirken. Dann tue ich das. Eine Audienz beim König. Du. Und auch noch in diesen Zeiten. Der König hat sich doch genauso hinter seinen Mauern verschanzt wie sein Volk. Bis später. Besser nicht. Ritter Zornbold! Diese seltsamen Krähen, sie müssen eine Schwachstelle haben. Jeder Vogel lässt sich durch irgendetwas ködern oder verschrecken. Als ich zur Stadt zurückkehrte, stürzten sich die Krähen wie wild auf den Wimpel an meiner Lanze. Ein Fetzen ist alles, was ich davon retten konnte. Gebt mir die Reste eures Wimpels. Das Wappen ist wertlos. Andergast ist dem Untergang geweiht. Nun gebt mir den Fetzen schon. Was soll's? Nimm ihn dir. Diese seltsamen Krähen, sie müssen eine Schwachstelle haben. Jeder Vogel lässt sich durch irgendetwas ködern oder verschrecken. Als ich zur Stadt zurückkehrte, stürzten sich die Krähen wie wild auf den Wimpel an meiner Lanze. Ein Fetzen ist alles, was ich davon retten konnte. Diese seltsamen Krähen, sie müssen eine Schwachstelle haben. Ich lasse euch an. Danke. Das Wappen der Stadt. Jetzt nur noch zusammenflicken. Dann ans Werk. Erst die Krone, dann der Eichenzweig. Und fertig ist das Banner.